Na, dann laufe ich doch heute mal einen Halbmarathon. Es ist mittlerweile schon 2,5 Wochen her, dass ich mehr als 20 Kilometer gelaufen bin. Deswegen checken wir erstmal heute, ob meine Beine das schaffen. Let's go! Kilometer 1, Kilometer 2 und ich muss pinkeln. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich 2 riesengroße Gläser Wasser eben gerade noch getrunken habe. Und warum? Weil die Trinkbrunnen in Berlin ausgestellt wurden und ich keinen Bock habe, eine Trinkweste mitzunehmen. Und jetzt insgesamt nur meine 250 Milliliter Flask hier hinten im Bauchgürtel habe. Das ist natürlich für 20 Kilometer ein bisschen wenig, deswegen habe ich davor einfach clevererweise schon so viel getrunken. Kilometer 3, 4, 5, 6 und auf der Straße ist die 10. Juni angekommen. Direkt neben dem Fotomarkt. 7 und ich bin an der Siegessäule. 8, 9 und ich bin so heilfroh, dass es mittlerweile für jeden Wettertyp eine Sonnenbrille gibt, denn es geht jetzt wieder los mit dieser kalten Jahreszeit, die Sommerbräune verblasst und meine Augenringe kommen schon wieder so doll zum Vorschein. Wir haben jetzt Mitte Oktober und ich sträube mich so ein bisschen dagegen, jetzt schon mit Selbstbräune anzufangen. Deswegen Sonnenbrille aufsetzen. 10 Kilometer, 10,5. Die Hälfte habe ich also schon. Leute, meine Freunde begleiten mich. Tada! 11, 12. Und ich bin am Brandenburger Tor angekommen. 13. Ich bin gerade einen großen Bogen ums Brandenburger Tor drum gelaufen. Ich musste diese Kilometer sammeln. 13,5 und mein erster Podcast ist vorbei. Jetzt überlege ich, zweiter Podcast oder Musik? 14 und es ist Musik geworden. 15, 16 und es wundert mich tatsächlich, dass ich doch so viele Läufer hier im Stadtzentrum treffe. Denn heute ist doch eigentlich der Halbmarathon am Mögelsee. Hier zum Beispiel. 17, 18, 19, Kilometer 20. Ich stehe an der Ampel und ich habe auf einmal ein Riesenloch im Magen. Also schnell nach Hause. 21,1 Kilometer in 2 Stunden und 8 Minuten. Und die restlichen Meter spaziere ich jetzt ganz entspannt nach Hause. Also ich muss zugeben, dass das der erste Lauf, abgesehen von den Laufveranstaltungen, so Berlin-Marathon und Dortmund-Halbmarathon und so, war das der erste Lauf nach dem Transalpine Run, der mir mal wieder richtig Spaß gemacht hat. Und in diesem Sinne ist der Halbmarathon am Sonntag beendet. Tschüss, schönes Wochenende euch noch.